2,795, das ist eigentlich ganz schön wenig. Danke für den Sub. Er denkt sehr lange nach, ne? G4, Springer H4, nimm, nimm. Ich weiß nicht, ob es geht. Dame D2 ist ein normaler Zug. Eventuell hier reinschlagen. Da muss ich König A7 wahrscheinlich spielen. G4, Springer A4, nimm, nimm. G5. Ja, sieht eigentlich schon ganz gut aus für Weiß. Weiß nicht, warum er so lange nachdenkt. Wahrscheinlich stehe ich einfach Kacke hier. G4, ne? Ja, was sonst muss ich nehmen, ne? Naja, muss ich nicht, noch nicht. Keine Ahnung, ist wahrscheinlich völliger Quatsch alles hier. König G6 geht kaum. Warum spiele ich den anderen Turm? Nein! Wenn ich den anderen. Ja, ist egal. Dame G6 ging hier. Dame G6. Ich stand richtig gut. Oder? Schauen wir mal. War wenigstens eine spannende Partie. Komm, gegen Etienne Bacro. Er hat sich schwer getan gegen mich. Er hat sich schwer getan. X died. Danke für den Sub. Ich will noch mal kurz schnell ans Ende. Hier. Ja, ich stehe auf Verlust. Ich stehe auf Verlust. Ich dachte, der hier. Ah, ne, kommt Turm A3. Scheiße. Ja, mein König steht so schlecht, ne? Mal schauen, ob ich diese Variante irgendwann mal noch mal verstehen werde. D3 hier. Stellung ist ausgeglichen ungefähr. Wahrscheinlich sofort Gegenspiel hier mit A6, B5 generieren. Das war alles sehr langsam gespielt von mir. Die Stellung ist aber überhaupt nicht klar. König H8, sagt die Engine. Verstehe ich nicht ganz. G4. Nein, Dämon, ne? Ich fand König A7 etwas logischer. Ja,
Ja, die Engine kann sowas immer verteidigen. Das ist echt witzig. Hier hätte ich sie vielleicht sogar hier nehmen können. Was? Ich hätte sogar nehmen können. So einen fetten Abzug gab es gar nicht. Na egal. Den. Ich muss natürlich Turm Gf8 spielen, damit ich das Feld habe. Für den König. Das war ein bisschen Wahnsinn hier. Aber jetzt ist es total ausgeglichen hier plötzlich. Hier stehe ich besser. Hier stehe ich plötzlich besser. Aber ich hatte 17 Sekunden. Er 7. Springer F3 sah so logisch aus. Ich darf nicht nehmen wegen Dame H5. Ah, Dame F4 geht nicht, ne? Und dann findet er Läufer G5, den einzigen Zug hier, ey. Das gibt's doch gar nicht. Alter. Eine Turm F5 muss ich machen eigentlich, von der Logik her. Dame C6 ist noch stärker. Aber warum ist Dame C6 so stark? Weil der König hat kein Feld, ne? Und der Turm darf da nicht wegziehen? Ah, schade. Ich habe Dame F4 viel zu schnell gespielt hier. Aber der Zug sieht so genial aus. Läufer G5. Und jetzt stehe ich auf Verlust. Aber Läufer G5 war der einzige Zug hier. Spannende Partie. Ich hätte Dame C6 spielen müssen. Oder Turm E5. Turm E5 sieht sehr logisch aus. Hier. So war es, ne? Dann muss er die... Naja, es geht weiter.